Servus zusammen und recht herzlich willkommen zur zweiten Runde Augusta National Golf Club und zwar das Masters Tournament. Das spielen wir heute oder zumindest mal versuchen wir noch mal ein bisschen zu spielen. Ich habe jetzt bewusst am Anfang hier das Leaderboard noch ein bisschen auf euch wirken lassen, denn ihr seht es ja, also wir sind ganz, ganz, ganz weit hinten mit plus 3 und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt ein kleines bisschen gebraucht, um das zu verdauen, was hier am Anfang der ersten Runde passiert ist, die ersten fünf Bahnen, wo wir dann doch hier ganz schön uns in die Bredouille gebracht haben. Nach hinten raus ging es dann einigermaßen und wir konnten ein bisschen zumindest aufholen, aber ihr seht es ja, das Leaderboard, das lügt nicht. Wir sind bei 90 gestarteten Spielern auf dem 89. Rang und das heißt für heute, es geht um den Cut und ich weiß schon, wo der Cut vermutlich liegen wird. The Projected Cut wird nämlich bei minus 3 sein. Und das heißt, es steckt jede Menge Arbeit für die nächsten 18 Bahnen vor uns oder ist vor uns. Da haben wir einiges zu tun. Nichtsdestoweniger, wie gesagt, ich habe das Ganze mal ein bisschen setzen lassen müssen, weil ich musste das erst verdauen. Und ich gehe jetzt hier mal ganz kurz auf den Matthias ein, der natürlich auch gesagt hat, dass hier zum Beispiel die minus 13, die dieser Posten gespielt hat. Und ich muss ja sagen, da vorne im vorderen Bereich des Leaderboards sind eigentlich nicht die üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel ein Scottie Scheffler, ein Jason Day, ein Jordan Spieth oder ein Xander Schaufele. Das wundert mich dann schon ein bisschen und dieser Posten sagt mir gar nichts und spielt eine minus 13. Und hier sind wir natürlich jetzt ein bisschen bei dem Thema bezüglich der KI, denn ich habe mich mal etwas schlau gemacht. Tatsache ist tatsächlich, dass die beste einzelne Runde, die bis jetzt gespielt wurde, war zum einen 1900. Wo haben wir es denn? 1986, das war Nick Price und zwar eine minus 9, das heißt also eine 63 und das gleiche hat dann nochmal geschafft, 1996 ebenfalls eine 63 gespielt. Ja, der gute Greg Norman. Und das beste Ergebnis über alle vier Tage war bis jetzt, und das ist gar nicht mal so lange her, 2020, Dustin Johnson. Der hat 20 unter Par über alle vier Tage gespielt. Und hier haut mir die KI doch tatsächlich eine minus 13 rein. Das ist aber auch nicht entscheidend eigentlich, denn wir müssen uns natürlich ein bisschen an die eigene Nase fassen. Haben wir alles richtig gemacht? Nein, auf gar keinen Fall. Der erste Tag war mehr und ja, die ersten 9 waren mehr als ernüchternd, was unsere Performance anging. Und dafür sind wir natürlich irgendwo selbst schuld und selbstverantwortlich, müssen wir ganz klar so eingestehen. Da haben wir doch einige ja, Fehler, falsche Einschätzungen, falsche Entscheidungen getroffen und das ist dann natürlich am Ende auch die Konsequenz. Dafür ist es ein Major, dafür ist es eines der wichtigsten Turniere des Jahres, dass man natürlich auf dem Punkt hier fit ist, dass man auf dem Punkt konzentriert ist und dass man eben dann auch wirklich hier über vier Tage performt. Ob wir jetzt auch alle vier Tage erleben werden, das sehen wir dann jetzt gleich, denn wir werden jetzt natürlich ins Event einsteigen und ich habe mich heute ein bisschen schick gemacht, nämlich jetzt mit der Masters-Ausstattung und wie gesagt, wenn wir jetzt dann gleich mal hier links schauen, dann sehen wir Projected Cutline minus 3, das heißt, wir müssen auf jeden Fall versuchen, hier noch 6 Schläge gut zu machen, auf keinen Fall weitere zu verlieren und deswegen werden wir jetzt auch gar nicht mehr allzu viel lange reden, wir legen los, Augusta National Golf Club. Viel Spaß beim Zusehen. From the Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia, EA Sports so proudly presents The Masters. Today, live second round coverage of the season's first and many say most coveted major championship. Well, if we see more of what we witnessed yesterday, we're in for a heck of a battle these next 3 days as we show you the current leaderboard here on this Friday. The leader is JT Poston. He's currently at 13 under. Round two here at the Masters, we've been watching all the players, like our featured golfer here, those who got their first ever invitation to compete as a professional. Yesterday, round one did not go as planned, maybe a little tight. Frank, what's the goal here in round two? I think there's several, Rich. You know, the damage is done, let's face it. And winning is nearly, well, that's completely out the window, you would think. So what can you glean from today? And I would look at the round in several little partitions, so to speak. Get off to a good start those first three or four holes, try and develop a round,
See if you can learn something from Augusta National. Do I really have to aim directly at these flags? Am I reading the wind correctly? And then maybe also, once you start that second nine, you could very well be in contention and make the cut. So therefore, you now have another goal to play that second nine properly. And realize you're going to have hit a lot of good shots and be patient. It's runs at Augusta National don't happen by accident. So, wunderbar, sehr schön. Da wurde wieder sehr, sehr viel am Anfang geredet, aber das gehört auch ein bisschen dazu. Ganz kurze Einweisung bzw. noch Einleitung. Ich hatte es ja schon mal gesagt, Runde 2, 3 werden wir immer etwas flotter spielen. Ihr habt schon gemerkt, der Flyover habe ich jetzt mal ausgeschaltet, weil die Bahnen als solches kennen wir. Und auf der anderen Seite, ich lasse mal die Reactions, also die Reaktion des Spielers, lasse ich mal drin. Ich bin mal gespannt, ob wir uns mehr freuen werden oder uns mehr ärgern. An der Stelle grüße ich auch mal den Basia. Der hat mir nämlich auch ein paar Tipps gegeben bezüglich, wie ich Spin auf den Ball bringe noch hier zusätzlich oder die Kontrolle etwas verbessere. Das werde ich mir noch alles anschauen, auf jeden Fall. Aber hier jetzt für dieses Turnier habe ich mir vorgenommen, wir spielen einfach mal so, wie wir einfach spielen. Und den Rest, ja, das werde ich mir auf jeden Fall dann anschauen für die nächsten Turniere. Denn wir haben noch jede Menge Majors und jede Menge interessante Turniere, wo wir natürlich hier dann noch entsprechend performen können. Und da haben wir noch einiges in der Saison vor uns. Ich glaube, 34, 36 Turniere. Wir sind jetzt in der 12. Woche, also es gibt noch viel, viel zu tun. Okay, also das Ziel ist klar. Rechts oben steht es, Cutline minus 3. Wir sind bei plus 3. Es gibt viel zu tun. Wir haben heute ein bisschen, ich glaube, etwas weniger Wind. Naja, gut, 6 Miles per Hour, aber wir haben dafür Rückenwind. Und wir werden heute mal versuchen, ein bisschen hier wirklich konzentrierter an die Sache zu gehen. Ich wünsche uns ein schönes Spiel für die zweiten 18 Bahnen Augusta National Golf Club. So, wir haben etwas Rückenwind und wir hoffen mal, dass uns hier auf jeden Fall der Wind den Ball auf die linke Seite transportiert. Und so wollen wir dann loslegen. Erster Abschlag beim Masters Runde Nummer 2. Ja, und der bleibt gerade. Der bleibt gerade. Springt er nach links? Nein, natürlich nicht. And that one a little too far right and the opening tee shot into the large bunker right of the fairway. You're at hole number one. Okay, wir sind zum Glück nah genug dran. So, wir müssen jetzt ein bisschen gucken, dass wir natürlich da aufs Plateau kommen mit dem Pitching Wedge aus dem Bunker heraus. Verlieren wir natürlich etwas an Länge. Wir verlieren etwas an Länge. Und es geht natürlich ziemlich berghoch. Wir müssen auf jeden Fall schauen. Ja, okay. Okay. Dass wir hier auf der rechten Seite zum Liegen kommen. Ja, wir werden das Ganze 85 bis 93 und berghoch. Also es müsste eigentlich so reichen. Der kann gar nicht viel weiter fliegen. Okay. Oh, I'd give that an 8 or a 9 out of 10. Being in a fairway bunker and safely on the green, you never know, might even sneak a birdie. Nota Begay is on the ground for us at the first green. Oh ja, der Ball rollt runter. Will be the issue here as it picks up momentum going down the slope. 10 inches down. Das müssten eigentlich 3 Kästchen sein. Ja, der rollt halt dann natürlich kontinuierlich nach unten durch. Wir wollen wieder schauen, dass er nicht zu weit rollt. Denn wir müssen hier das Paar spielen. So, wir haben nicht allzu viel Break. Das Break nimmt er vorne mehr an im letzten Drittel. Am Anfang ist es nicht so viel. Und er wird ja etwas langsamer. Das heißt, er müsste dann deutlich nach links rüber kippen. Am Anfang, die erste Hälfte, ist so gut wie gar nichts. Okay. Trotzdem ein kleines bisschen mehr. Ich bin aber etwas... Müssen wir etwas kürzer spielen. 10 Inches. Komm, 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 komm. Na, schade. Das wäre es natürlich gewesen, gleich am Anfang ein Birdie. So, es geht berghoch.
Ja, wir werden den mit Schmackes spielen. Ein bisschen Break. Well done. That is in for a par here at the first. And he'll hold steady at plus three. Okay, diesmal müssen wir schauen, dass wir die Bahn hier sauber runterspielen. Wir werden hier versuchen, der Ball wird nach rechts gedrückt, aber wir werden versuchen, hier mit einem Draw dagegen zu halten. Ja, das Problem ist ja ganz klar immer das Gleiche. Wenn wir zu weit rechts sind und in den Bunker landen, haben wir keine Chance, mit dem zweiten das Grün zu erreichen. Ja, so müsste er definitiv hier am Bunker vorbeifliegen. Und wir könnten den natürlich schön flach spielen, damit er noch ein bisschen mehr rollt. Ja, okay, auf jeden Fall, diesmal landet er nicht im Wasser. Komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen. 293 Yards Carry und jetzt haben wir, denke ich, 345. Okay. Great chance to hit this green in two, but it's going to require one of the hardest shots in golf, a big towering high draw to access this left hole location. Ja, wir haben natürlich wieder dieses Thema 35 Fuß nach unten und wir müssten den eigentlich reinrollen lassen. Wir müssten den reinrollen lassen über die rechte Seite. Ja, jetzt überlege ich nur, das letzte Mal war er knapp. Ja, wir werden ein bisschen... Ja, das war eben genauso. Und dann ist er uns im Bunker hängen geblieben. Okay, wir versuchen das aber trotzdem. Weil wenn er aufs Grün kommt, wird er rollen. Ja, jetzt geht er zu weit links. Okay, gibt es vielleicht jetzt gute Nachrichten? Hat die KI mit uns eine Einsicht? Das sieht nach einem Herzschlagmoment aus. Das sieht nach einem guten, guten Ball aus, Freunde. Das sieht nach einem. You could see that by the reaction of that ball when it hit the green. Landed so softly. Okay, 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 wir können jetzt wirklich rankommen. Wir können jetzt rankommen und dürfen das nicht vergeigen. Es geht ein kleines bisschen berghoch. Wir haben ein kleines Break und spielen doch hoffentlich das Eagle. You bet, nothing more than a tap-in. It's an Eagle 3 all set up by the incredible second shot into this par 5. Okay, 81. Wir haben uns ein bisschen vorgearbeitet und wir gucken jetzt mal aufs Leaderboard, weil eines dürfen wir nicht vergessen, das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind natürlich als Vorletzter gestartet und das heißt, die anderen starten alle erst nach uns. Das heißt, egal wie wir jetzt hier spielen, wir können eigentlich nicht sicher sein, ob es dann reicht oder nicht reicht, denn hier wird sich natürlich noch einiges hier auf dem Leaderboard dann tun. Alle hier starten erst nach uns und deswegen können wir uns nicht darauf verlassen, was dann hier für Scores stehen. Das werden wir erst so auf die letzten Löcher sehen. Dann werden auch die ersten gestartet sein und dann schauen wir mal, ob hier diese minus 13 von Poston tatsächlich Bestand hat. Okay, also wir hatten jetzt unseren Moment. Schade, schade, schade. Ein Albatros hier auf der 2, nachdem wir auf der ersten oder in der ersten Runde hier das Doppelbogey kassiert haben. Das heißt, jetzt in Summe haben wir ein Pärchen. Okay, okay, also Albatros wäre natürlich supi gewesen, aber so haben wir zumindest ein Safe Eagle gespielt. Okay, wir gehen zur nächsten Bahn und die Euphorie muss jetzt wieder etwas zurückweichen, denn es heißt, jede Bahn konzentriert spielen. Hier müssen wir definitiv mit einem wunderschönen Fade rein, um den Ball möglichst weit oben zu halten. Oh, that is a big drive, easily clearing that series of bunkers, but that will leave a delicate pitch shot to this third green. Ja, der rollt immer darunter in die Kuhle, also das kriegt man gar nicht anders hin.
So, wir werden jetzt natürlich versuchen, mit einem Lobshot den Ball ans Loch zu bringen. Long Flop. Würden wir es auch mit einem normalen High Flop? Der normale Flop reicht nicht. Der High Flop reicht auch nicht. Wir müssen einen Long Flop spielen und zwar ein bisschen tiefer, weil es geht 9 Fuß nach oben, definitiv. Eher ans hintere Teil. Das Ganze bricht nach links. Der Wind ist eigentlich etwas zu vernachlässigen. Wir schauen nochmal. Ja, wir müssen den eigentlich länger spielen. Ja gut, aber wenn er aufkommt, dann rollt er hoffentlich noch ein bisschen hin. Ah, zieht nach links. Das ist ja überhaupt nicht das, was wir wollten. Okay. Ja, das wird wieder ein schwieriger Putt. Schwieriger Putt bergauf. 3. Okay. Und über links. Ja, ein bisschen kürzer, damit er uns nicht wegrennt. Ja, ist schon ein ziemliches Break. Ja, auch hier gilt, am Anfang ist es weniger und hinten, wenn der Ball langsamer wird, dann ist das Break etwas stärker, wird also mehr rüberkippen. Aber es geht berghoch und das heißt, er wird relativ schnell langsam. Also müssen wir vielleicht ein bisschen mehr machen. Komm, komm! Ein bisschen mehr Gas. Ja, wir sind zu feige. Ich merke das schon. Obwohl wir wirklich hier auf Angriff spielen müssen, um dieses Ergebnis hier reinzubringen, sind wir dann doch etwas zu vorsichtig mit unseren Putts. Ja, aber im Nachhinein ist das immer leicht zu sagen. So. Okay, die 4, Par 3 hinter den Bunker. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig mit dem Hybrid. Wir haben aber Rückenwind und es geht natürlich nach unten. Wenn der uns hinten rausrollt, dann haben wir ein echtes Problem. Also im Prinzip hier auf den Birdie zu gehen, halte ich fast für nicht machbar. Den hier aufs Grün zu bringen, zum Liegen zu bringen bei 248 Yards bergab. Natürlich würde er dann mehr runterfallen, weil es bergab geht, weil das Grün niedriger liegt. Aber den wirklich zum Liegen zu bringen mit einem Eisen 4. Rückenwind. Also wenn wir in die Richtung spielen, dann ist ein bisschen mehr Roll. Wenn der da hinten in die Kiefern rollt, dann haben wir echt ein Problem. Wir werden den hoch anspielen. In der Hoffnung, ja gut, wenn wir hier reingehen, dann haben wir ein bisschen mehr Gras, wenn er zu kurz ist. Okay. Ah, this fourth green is a tough one to hit, and that one's gonna wind up a bit too long. Ja, das war zu befürchten, dass er etwas zu lang wird. So, 13. Das heißt, wenn wir den pitchen, dann... nee, das machen wir nicht mit dem Pitch. Das machen wir auch wieder mit dem Flop. Mit dem Flop-Shot. Und zwar links vom Stock etwas kürzer. Ja, weil wir stehen überm Ball. Er wird sowieso vermutlich nach rechts fliegen. Ja, er fliegt nach links und ist zu kurz. Ah! Der normale Flop ist meistens zu kurz. Ja, jetzt haben wir natürlich einen schwierigen Putt vor uns. Einen ganz schwierigen Putt. Leicht bergab. Er wird also runterrollen. Da müssen wir gar nichts machen.
So, vorhin ist er uns, glaube ich, da rechts vorbeigelaufen, ne? Weil er zu langsam war. Aber wir sind jetzt natürlich deutlich kürzer. Okay. Ja, ich habe so das Gefühl, dass immer die letzte Veränderung, die bringt uns immer dann das Problem. Okay, schade, schade. Das nächste Bogey wieder mal. That one finished off. It is a bogey here at 4. And that's going to move him back to 2 over par. So, jetzt kommt dieses lange Par 4 mit 484 Yards. Und da müssen wir schauen, dass wir auf jeden Fall hier reinkommen, damit er uns dann da hochrollt und sozusagen in die Kurve. Und da hinten das Grün ist natürlich auch wieder sehr, sehr speziell, ist onduliert. So, in der Hoffnung, dass er uns ein bisschen, na, wir müssen doch ein bisschen dagegen arbeiten. Ja, viel Roll hat er nicht. Viel Roll hat er hier nicht. Das heißt, wir haben noch ganz schön eine Länge hier zu überwinden. 198, er schlägt mir ein Eisen 6 vor. Ja, wir sehen es auch hier wieder. Da gibt es eine Welle, das ist auf dem oberen Plateau. Wir haben etwas Gegenwind und es ist etwas niedriger. Eisen 6 mit Gegenwind. Ja, und vielleicht noch über links, ja, über links. Ja, ideal wäre es natürlich, wenn er genau in die Welle reinspringt. Wir werden den höher anspielen. So viel wird der Wind nicht ausmachen. Wenn er in die Welle kommt, dann würde er noch ein bisschen bremsen. Er geht gut auf den Stock, aber ich glaube... Komm hoch! Ja, ist klar. Wieder zu kurz und er rollt uns runter. Ja, hätten wir nicht höher anspielen dürfen. Birdie putt coming up and we go to Iona Steven. Ja, ein Fuß. This is going to be a really slow one because we're going right back up that slope, but it's straight, so pace the priority. So ungefähr. Weil da haben wir schon ganz schöne Welle. Ja, es geht hoch und dann ein kleines bisschen runter, aber wir müssen auf jeden Fall hier über die Welle. Und das Ganze natürlich über die linke Seite. Ja, komm, bleib oben. Ah, zu schwach. Ja, ich glaube, seine Reaktion ist verständlich. Man kann die nachvollziehen. So, ein bisschen. Ja, das ist jetzt wieder so eine Geschichte. Weil am Anfang bricht er doch ein bisschen nach links, nach rechts. Okay. Yeah, that's good putt. It is a par here at the fifth. And he'll remain at 2 over par. So, das nächste Par 3. Es geht 23 Fuß nach unten. Und das sieht man auch, das ist dieses Undulierte. Aber da unten haben wir natürlich relativ viel Platz. Also das geht einigermaßen. So, okay. Da müssen wir einfach da unten landen. Das müsste von der Länge her... So, Eisen 6, Eisen 7. Wir werden den jetzt nicht höher anspielen, denn es geht ja runter und wir haben ein bisschen Gegenwind. Naja, nicht viel. Okay.
Komm, lauf noch ein bisschen. Ah, schade. And that one gonna wind up smack dab in the middle of the green. Ja, ich sehe auch gerade, dass ich ganz schlecht eigentlich mit dem Stick arbeite. Bending putt. Strong right to left in this one. They'll be very pleased just to get this one within a couple of feet. Okay, ein Fuß nach oben. Es geht kontinuierlich nach oben, ziemlich nach oben und das Ganze über die rechte Seite. Also wie gesagt, ich sehe gerade hier in der Anzeige, dass ich auch ganz schön schlecht eigentlich mit dem Stick hier arbeite, nicht auf der Linie bin. Okay. So, das Ganze bricht unheimlich hier von rechts nach links. Also ich sag's ja, die Grüns sind extrem onduliert und mir ist es schleierhaft, wie hier einer 13 Birdies spielen kann auf diesen Grüns. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Also da muss man schon Annäherungen spielen und das kontinuierlich hier bei diesen gesamten Bahnen. Aber sei es drum, es ist so, wir müssen uns hauptsächlich oder wir müssen uns ausschließlich um unser Spiel kümmern und nicht um das der anderen. Denn das können wir nicht beeinflussen. Wir können uns nur unser eigenes Spiel beeinflussen. Und jetzt müssen wir uns wieder gut überlegen. Das ist schon ein ganz schönes Break. Ja, und da muss ja da hochkommen. Ja, zieht wieder vorbei. Yeah, that's a nice putt. Getting it there up the hill was half the battle. This got there just a little wide of the mark. Ja, wenn wir jetzt nur Pärchen spielen müssten, dann wäre das ja alles ganz okay. Aber wir haben natürlich wirklich den Druck, dass wir hier Birdies spielen müssen ohne Ende. Und auch dieses ist ja noch nicht drin, weil wir sehen ja, was wir hier noch für einen Break haben über die linke Lochkante. Safely in for par here at the sixth, and he'll remain right where he is. Naja, nun gut. Also wenn wir überlegen, dass wir die ersten neun, glaube ich, vier übergespielt haben, können wir jetzt im Moment noch ganz zufrieden sein. So, wir haben 456 Yards für ein paar vier. Und die Fahne steckt Mitte grün, mehr Mitte grün. Wir sehen es hier. Ja, ein bisschen links, aber okay. Wir haben Platz zum Anspielen, auf jeden Fall. Nichtsdestoweniger müssen wir über die linke Seite kommen, damit wir Mitte Fairway hoffentlich zum Landen kommen. Und wir haben ziemlichen Gegenwind, also werden wir den mal versuchen, flach darunter zu spielen. Ja, nicht richtig durchgezogen, aber die Richtung passt trotzdem. Er wird unten auf jeden Fall ein bisschen nach rechts springen, aber er rollt uns auch den Hang runter. No problems there. That's gonna wind up safely in the fairway. So, was haben wir noch? 156 Yards zum Stock. Eisen 7, Eisen 8, Eisen 8, Eisen 9. This is second. 156 Yards left. Wind definitely hurting in his face. So, Finesse mit dem Achter. Dann haben wir wenig Spin. Ja, wir haben ziemlich Gegenwind, ne? Wir haben ziemlich Wind und es geht ziemlich nach oben. Ja, die Richtung passt schon mal. Jetzt muss er nur auch drauf kommen. Oh, nee. Ganz knapp. Iona's down there. She's had a good look. This for birdie. Well, for a long putt like this, there's really not a whole lot to it. I think you'll fancy his chances at this one. Tja. Ja, zuerst geht's ein bisschen nach links, das erste Kästchen, dann geht's ein bisschen nach rechts, dann geht's wieder rüber. Ja, vielleicht ein bisschen mehr linke Lochkante. Yep, not bad. I had to put a little extra into that one, but got it there. That's a pretty good effort. Ja, beim letzten Turnier hätte Jason Day die alle gepattet. Die wären alle gefallen bei ihm. Also wir waren jetzt jedes Mal wirklich sehr, sehr dicht dran. Und wir patten gut, aber es reicht einfach nicht, um hier wirklich jetzt
entscheidend nach vorne zu kommen. That one finished off. It'll be a par here at 7. And he'll stay right where he is. So, wir sind wieder 89. Weil sich jetzt, glaube ich, hier langsam was tut. Weil nämlich auch natürlich alle, die vor uns sind. Wir können ja mal einen Blick in das Leaderboard werfen. So, hier sind sie noch nicht unterwegs. Wir schauen mal, ab welchem Flight oder welcher Position die Jungs unterwegs sind. Hier haben wir Projected Cutline, immer noch minus 3. Und Taylor Pentruth ist unterwegs. Der hat... Ja klar, today. Minus 3 hat er jetzt schon. Der ist an der 4 und hat schon minus 3. Also das sieht ganz, ganz schlecht aus. Das sieht wirklich extrem schlecht aus. Wir schauen mal, die anderen spielen alle unter Par im Moment. Und die meisten sind noch nicht unterwegs. Hier sind unter Par, über Par. Über Par ist nur der Hickok. Okay, okay. Oh, Adam Scott. Adam Scott, Victor Hovland, okay, Jason Day, Matsuyama sind da hinten drin, kämpfen alle um den Cut. Billy Horschel, Bill Haas, oh yay, 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 Aaron Badley, okay, okay, okay. Das ist eine spannende Geschichte. So, Par 5, 568 Yards. Okay, jetzt müssen wir wieder schauen. Bringt uns wirklich der Wind den Ball rüber? Wir müssen den faden. Und dann schauen, dass wir wirklich hier am Bunker zum Landen kommen. Ja, der wird nicht viel rollen. Der wird nicht viel rollen, aber er liegt. Just what you want at this point in the round. You're trying to find a rhythm. Hit fairways, hit the middle of the club face. That's what they did, right there. Okay, können wir es auf jeden Fall versuchen, mit dem Holz hier reinzuspielen. Hier haben wir eine kleine Welle, man sieht das hier. Wenn wir links davon landen, dann rollt er uns hoffentlich aufs Grün. Ansonsten, wir brauchen kein Draw spielen. Der Wind drückt ihn uns rüber. Wir müssten sogar noch ein bisschen mehr machen. Ja, der wird natürlich viel rollen. Okay. Wir machen da gar nichts. Wir hoffen, dass der Wind uns den drückt. Ja, er fliegt in die Richtung, wie angedeutet. Und jetzt sollte er... Na, komm noch da rüber. Ach, jetzt rollt er wieder runter. Okay, wenn er den Hügel noch genommen hätte, dann hätten wir, wären wir auf dem Grün gelegen. Jetzt rollt er uns wieder ein paar Meter zurück. Naja. Solid shot right there with that three wood, Frank. It's an aggressive layup, really. Trying to force that three wood down and get it as close as possible to the green. That's two good shots if you can't reach the par five. Okay, 24. Das Ganze kommt uns aber entgegen. Also müssen wir eigentlich ein bisschen länger machen. Das Ganze wird nach links springen. Tja. Reicht das? Der wird nach links springen. Aber wird er dann auch da hochrollen? Sechs Fuß nach oben. Ja, da müssen wir schon ein bisschen mehr machen. Und da oben ist ja dann nochmal eine Welle. Ach, er rollt nicht hoch. Er rollt nicht hoch. Er rollt nicht hoch, hat wieder was gefehlt. Ja, wir haben aber wenig Break, eigentlich gar keinen Break. Im Prinzip liegt er sehr, sehr gut. Es ist halt die Höhe. 5 Inches. Das müssten auf jeden Fall 2 Kästchen sein. Und wir wollen auf jeden Fall hochkommen. Also machen wir ein bisschen mehr. Am Anfang tut sich gar nichts. Vorne geht es ein bisschen nach rechts. Das heißt, wir werden linke Lochkante, so ungefähr. Noch ein bisschen mehr. No. Es bewahrheitet sich, es zieht sich wie ein roter Faden. Immer machen wir da noch einen kleinen Ticken mehr und dann reicht es nicht. Das wäre natürlich hier nochmal die Chance gewesen, hier ein bisschen nach vorne zu kommen.
Cutlinie noch bei minus 3, aber sie wird sich auch nicht so schnell verändern. Ich vermute nicht, dass wir das mitbekommen, während wir hier auf der Runde sind. Okay, that in for par here at the 8th. And he'll remain right where he is. Ja. Man muss ehrlich sagen, also das an der 2 war zwar ein Wahnsinnsmoment, aber ich hätte es lieber gehabt, wir hätten da nur das Birdie gespielt und hätten dann dafür halt mindestens noch 2, 3 Birdies an den anderen Löchern gespielt. So muss man das wirklich sagen. Wir kommen zur 9 und das ist ja auch eine ganz, ganz spannende Bahn, denn da müssen wir unbedingt da runterkommen, denn wo liegt heute, wo steckt heute die Fahne? Ja klar, die steckt ganz hinten. Die steckt ganz hinten. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Gas geben, um hier runterzukommen. Und wenn wir zu viel, ja, dann landen wir da in den Bäumen. Wir brauchen den Draw, damit er hier runterrollt. Wir brauchen den Draw und wir brauchen einen flachen Schlag. So, okay. That's up the left side. Okay, die richtige Seite haben wir schon mal. Jetzt muss er da nur schön runterrollen. Ja, kommt nicht ganz runter, Aber das ist eigentlich auch nicht verkehrt, dann haben wir keine so Höhe zu überwinden. From the fairway, let's go to Noda. Well, the good news is his ball has found the fairway, but the two bunkers guarding the left side of the ninth are in play. Gonna have to hit something high and soft to find the right level of this green. Okay, wir erinnern uns vorhin, da hatten wir auch Gegenwind und das Achter, was wir nach hinten gemacht haben, das hat überhaupt nicht gereicht. Das war deutlich zu kurz. Jetzt haben wir aber auch noch die Höhe. Wir haben auch noch die Höhe und haben noch den Wind. Ja, das heißt, wir werden auf jeden Fall den sehr weit nach hinten reinspielen. Ja, ja, wenn wir zu kurz sind, rennt er uns rechts runter. Das hilft nichts. Okay. Aber noch ein bisschen hoch anspielen. Oha, zum zweiten Mal, Freunde. Herzschlagmoment. Was haben wir diesmal zu erwarten? Er springt zurück. Er rollt zurück. Das wird spannend. Und er ist drin. Contact off that club off that line, just improbable, and I mean had a magnet on it right into the bottom of the cup. What a shot. Ja, ja, was soll ich jetzt dazu sagen, Freunde? Also, ich bin schon ein kleines bisschen hier erstaunt, so muss ich das leider sagen. Also, wir haben jetzt doch tatsächlich 2 Eagles gespielt. 2 Eagles mit Herzschlagmoment an der 2 und jetzt an der 9. Also das ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Okay, aber nichtsdestoweniger, wir nehmen es gerne mit, denn wir müssen wirklich da rankommen. Ja, Augenblick mal. Nee, stopp. Ist klar. Minus 3 für den Tag. Jetzt war ich aber wirklich gerade echt irritiert hier bezüglich der Anzeige. Ist natürlich klar. Minus 3 für den Tag. Das heißt, wir sind jetzt even par und sind im Moment auf welcher Position? 82. Okay. Also wir werden da noch ganz schön zittern und bibbern müssen und vielleicht noch so ein paar Herzschlagmomente haben. Also das jetzt schon der 2. hier in Augusta, das macht echt Laune. Okay, Freunde, es geht weiter. Wir wollen hier zügigst das Ergebnis haben und die kommen jetzt auf die 10 und langsam aber sicher Amen Corner. Also gute Unterhaltung, weiterhin viel Spaß und ich wünsche uns ein schönes Spiel für die Back 9. Jo, die 10 heißt es natürlich ganz klar hier mit einem Draw in den Hang reinspielen, damit wir hier Länge machen.
Wir müssen hier ordentlich mit dem Draw reingehen, damit er uns hier runterfliegt und wir nicht da oben an den Bäumen hängen bleiben. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Ah, nicht so wie in der ersten Runde. Aber das müsste doch eigentlich ausgehen, dass wir da oben nicht an diesem Ast hängen bleiben. Okay. Der Draw kommt. Der springt sowieso nach links. And like so many players, they hit it down the right side. The problem there is you're coming in from the wrong side of the fairway. You got to that second shot very close to the edge of the bunker that protects the right side of the green. A left so, Eisen 8. Something to consider here as he eyes this second shot. 15 Fuß nach unten. Wir haben viel, viel Grün zum Anspielen. Der Wind drückt den rüber. Oh ja, drückt er den rüber. Es geht nach unten. Wir haben aber auch den Wind. Ich würde ja fast sagen, ein Eisen 9 mit Approach, das ist nicht Finesse Eisen 7. Okay. Hoch angespielt. Und ein kleines bisschen länger. Well, that ball landed really too close to the flag. These are firm greens. You've got to land that shorter. Ja, der ist uns jetzt schon wieder fast 20 Fuß. Ja, 20 Fuß zu weit geflogen. So, das Ganze rollt durch. Ja, es geht auch hinterm Loch langsam bergab. Das heißt, wir müssen wieder etwas vorsichtiger sein. Da steht 4 Inches. 4 Inches down? Das kann es doch nicht sein, oder? 4 Inches down? Jetzt bin ich aber stark irritiert. Das sieht überhaupt gar nicht so danach aus. Weil dann müssten wir ja auf jeden Fall so kurz spielen. Okay. Natürlich am Anfang sehr, sehr, sehr viel Break. Ich bin stark irritiert wegen diesen 3 oder 4 Inches, weil das ist schon ganz schön... Ja, das sieht gar nicht so danach aus, dass das so weit runter geht. Ja, je langsamer wir werden, desto mehr bricht er unten weg. Ja, bricht zu früh, er bricht zu früh. Die Länge wäre soweit okay gewesen, aber er ist natürlich viel zu früh gebrochen. Par to start this back side. And he'll stay at even par. So, es geht nach Amen Corner. Wir kommen zu 11. Da brauchen wir unbedingt den Fade. Aber der Wind ist ja auch hier mit uns, so könnte man fast sagen. Okay, ich glaube, so viel müssen wir gar nicht tun, denn da haben wir ja auch die Bäume. Ja, das Fairway fällt natürlich dann rüber, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu weit rechts sind, denn die zwei Bäume da vorne auf der rechten Seite können uns dann natürlich dann ruckzuck die Möglichkeit nehmen. Und wir schauen mal, oh, die Fahne steckt kurz. Ja, da müssten wir natürlich mit Spin spielen. Hochrollen wird nicht gehen, die Fahne steckt kurz, okay. Ja, wir versuchen es so. Ja, er nimmt ein bisschen die Kurve an. Das passt soweit. Er wird nach links springen. Auf jeden Fall haben wir dann freie Bahn zum Stock. Okay. Eisen 7. 21 Fuß wieder nach unten. Wir haben Rückenwind. Ja. Wir haben Rückenwind. Natürlich gibt es da eine False Front. Das sieht man.
Okay. Ja, ja, wir müssten eigentlich linke Seite grün angreifen und uns darauf verlassen, dass der Wind den mitnimmt. Jetzt muss ich nochmal schauen, stehen wir unter dem Stock? Nee, das passt zu weit. Wir haben Rückenwind und es geht runter. Ja. Eisen 6. Nee, 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 das macht mich wenig. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen nervös. Okay. Naja, wir werden den richtig schön hoch anspielen. Ach du Schande, komm, 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 komm drauf. Okay. Just think about it. You've got to cover nearly two football fields of distance and get it inside 5 feet. You wouldn't think that's possible. Also das ist jetzt eigentlich eine gute Birdie-Chance. Level ein bisschen mehr. Wir haben eigentlich kein Break, es ist ein gerader Putt. Boah, geht trotzdem rechts rüber. Okay. As he is still two shots outside the cut line on this Friday. Okay, es ist immer noch minus 3, die Cutline, aber wie gesagt, ich bin da nicht besonders optimistisch. Die wird mit Sicherheit noch auf minus 4 oder minus 5 gehen. Das heißt, wir haben noch, ja, uns gehen halt doch langsam jetzt die Bahnen aus. Aber nicht bange machen, wir bleiben dran. Im Prinzip haben wir bis jetzt gut gespielt. Jedenfalls deutlich besser als die erste Runde. Eisen 8, 161 Yards. Der Wind kommt von links. Eisen 8 ist... Nee, kein Eisen 8. Ja, wir nehmen jetzt auch keine Kurve. Wir lassen den Wind für uns arbeiten. Eisen 8, Eisen 9. Im Prinzip haben wir ja ein bisschen Rückenwind sogar. Okay. Ja gut, nach rechts wird dann natürlich dann das Grün etwas länger. Trotzdem ein bisschen höher anspielen. Und wie gesagt, wir haben 8. Ja, jetzt ist gerade der Wind wenig. Das ist halt immer so der Punkt. Hier ist halt der Wind sehr, sehr anfällig. Er geht zum Stock. Ah, Spin. Ja, schade. Oh, what a beautiful shot. That had to go right over that front bunker, but it landed perfectly. Aber meines Wissens... Ja, das Grün ist verhältnismäßig einfach. Ja, doch, wir haben Break. Wir haben etwas Break. Es geht ein bisschen runter. Schon wieder 4 Inches. Ja, das war aber vorhin so. Und dann ist er übers Grün hinausgerollt, ne? Also übers Loch. Ja, ja. Okay. So, man sieht es schlecht wegen dem Schatten. Ja, es ist nicht viel Break, aber der Break ist da. Und er wird das Break vor allen Dingen am Anfang sofort annehmen, habe ich das schwere Gefühl. Minus 3. Ja, zu wenig, deutlich zu wenig. Zu vorsichtig wieder. Ja, wir müssen angreifen, aber ich sag's immer wieder und wir machen es dann doch wieder nicht. So, wir haben etwas Break. Und wie gesagt, uns gehen die Löcher aus. Uns gehen die Bahnen aus, wir müssen Gas geben. Okay, hier hilft uns natürlich der Wind, dass wir nichts machen müssen eigentlich, weil wir brauchen hier den Draw. Wir werden den sogar noch ein kleines bisschen verstärken. Ja, dann haben wir vielleicht die Chance auf einen guten zweiten Schlag.
Ja, der ist hervorragend. Yeah, nothing to fault there. Good balance, good follow through and a good start to this hole. Das war ein guter Abschlag, der uns hier die Möglichkeit eröffnet. 235, ja, aber wir haben Rückenwind. Das heißt, wir können, denke ich, doch mit einem Eisen reinspielen. Haben sehr, sehr viel Grün zum Anspielen. Ja, theoretisch könnten wir auch mit dem Fünfer hier reingehen. Weil der Rückenwind trägt denn auf jeden Fall hier rein. Ja, wir stehen auch noch ein bisschen unter dem Ball. Das heißt, wir müssten den noch ein kleines bisschen faden, ein bisschen dagegen arbeiten. Ja, wir müssen auf jeden Fall aufs Grün kommen. Ja, macht die Kurve, er bleibt gerade, er kommt aufs Grün und jetzt dann die Frage, wie er rollt. Ah, ein bisschen zu lang, bist du zu lang. Nein, bleib liegen, damit ich putten kann. Ah, rollt an die Kante. Ein bisschen höher anspielen, ein bisschen höher. So. Okay, es ist Level, wir haben aber eine kleine Welle am Anfang und damit er uns nicht verhungert. Ja, ist natürlich klar, 100% Fringe, aber man weiß nicht, wie er hier rausgeht, weil natürlich er liegt im bisschen höheren Gras, der kann sofort nach links oder rechts wegbrechen. So, wir haben hier etwas Break. Komm rüber, komm rüber, komm rüber! Woo! Why you leave the wedge in the bag perfect roll right there, right through the edge of the fringe, and it's into the bottom of the cup for an eagle. So, jetzt bin ich gespannt. Immer noch Cutline minus 3. Wir schauen jetzt mal ins Leaderboard. So, also, der Kollege da vorne ist noch nicht unterwegs. Bis zu den Plätzen da. Cam Davis, geteilter 19er, hat today minus 7. Der ist an der 14 und hat jetzt schon minus 7. Man sieht es hier überall. Minus 6, minus 4, minus 2. Da spielt keiner über Paar. Die spielen alle unter Paar. So, da ist einer. Okay. Okay, für den Franzosen sieht es ganz übel aus. Das ist nämlich so ein bisschen an unsere erste Runde. Ach, guck an. Stracker. Sepp Stracker. Even. Okay. So. Minus 3. Geteilter 35. Also um ehrlich zu sein, wir müssten mit Sicherheit noch mindestens 2 machen. Wobei ich das jetzt interessant finde. Lass mich kurz schauen. Ja, doch, 58. Ne? Also Projekt, also 60 würde er theoretisch mitnehmen. 60 oder besser. Naja, okay. Also, wir haben jetzt tatsächlich 3 Eagles gespielt. 3 Eagles. Okay. Und sind durch Aimen Corner im Prinzip mit minus 3. Wir brauchen, was brauchen wir? Der Wind, wir haben Gegenwind. Ja, das ist diese Bahn, die da nach rechts runterfällt. Also das heißt, da muss man kräftig mit dem Draw reingehen. Da muss man ganz kräftig mit dem Draw reingehen. Und wir haben Gegenwind. So. Ja, der ist zu weit links, oder? This is well left. Ah ja, okay. Ja, okay, wir sind natürlich jetzt im Rough, im Semi-Rough. Oh, im Second Cut. That's gonna wind up in the second cut. Ja, das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, aber wir haben zumindest eine gerade Bahn. Aber er sagt hier halt 100%. Okay, die Fahne steckt relativ gut. Wir haben Gegenwind. Das heißt, wir können eigentlich Gas geben. Ein bisschen erhöht. Eisen 8. Angeblich 100% aus dem Second Cut. So, naja gut, wir haben einiges an Grün zum Anspielen.
versuchen wir ein kleines bisschen hier reinzudrohen. Das macht ihn eigentlich ein bisschen länger. Der müsste aufs Grün kommen. Ja. And showing no fear at all. Eagle at the previous hole, and look at this. This looks like a certain birdie. Chance now for another birdie. So, es geht bergab. Wir brauchen also keine zusätzliche Länge. Ja, das heißt eher über die linke Seite reinfallen lassen, ne? Ja, das ist halt immer das Thema, wenn er vorbeirollt, dann rollt er uns ziemlich weit runter. Aber das Break wird er annehmen. Da bin ich fest davon überzeugt. Ah, that's how you play this 14th hole. That's in for birdie. And that might just wind up being the difference, as for the moment, that's going to move him inside the cut line in his quest to play the weekend. So, wir haben das nächste Paar 5. At Augusta National, and Frank, amazing as it is to say, I think it's time to start thinking about best rounds ever here at the Masters. Our young golfer, 7 under now. And the all-time record, as you know, is 963, shot by both the great Nick Price in 1986 and Greg Norman 10 years later. Yeah, just 2 more birdies, perhaps 3, and the record is yours alone. That would be quite incredible. I realize Nick Price and Greg Norman, they did not win in the year that they shot 63, but they are in the record books. And just think, 2, 3 more birdies, record could be yours. Ja, jetzt hört ihr sogar, jetzt haben sie genau das Thema angesprochen, was ich am Anfang in der Anleitung gesagt habe. Nick Price und Greg Norman, das waren zweimal die 63, die niedrigste Score, der hier beim Masters, wohlgemerkt beim Masters, und ich glaube nicht, dass Augusta sonst gespielt wird, wenn ich richtig weiß, sondern hier wird immer nur das Masters gespielt auf der PGA, und das war 86 und 96, da haben sie es also angesprochen, tatsächlich den niedrigsten Score, und wir sind ja im Moment 6-7 unter, ebenfalls. Okay. So, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir das jetzt am besten anspielen. Die Fahne steckt natürlich auf der linken Seite, wo wir wenig Grün haben. Das heißt, im Endeffekt müssen wir dann vermutlich schauen oder versuchen, dass wir mit dem zweiten Mitte Grün landen, um dann eben mit 2 Putts hier einen Birdie zu spielen. Auf den Eagle zu gehen, wird sehr, sehr schwierig. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal schauen, dass wir natürlich hier sauber runterkommen. Wir haben Rückenwind und es geht bergab. Also vom Prinzip her die besten Voraussetzungen für einen langen Drive. Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir nicht zu weit nach links rüberkommen, weil sonst stehen links die Bäume im Weg. Ja, aber wer darf auch nicht zu weit geradeaus rennen, sonst haben wir ein Problem, dass wir natürlich dann drüben liegen. Ich würde versuchen, ein kleines bisschen den Fade hier reinzuspielen, damit er uns tatsächlich hier unten durchrennt. Ja, ist ein bisschen weit links, ein bisschen weit links. Jetzt ist die Frage, wie weit rollt er und kommen die Bäume ins Spiel? Okay, das, so weit passt es. Und es hilft nichts, wir müssen definitiv versuchen, hier einen Birdie zu spielen. Okay, wir haben 28 Fuß. Berg runter. Dann haben wir aber auch noch Rückenwind. Ein Eisen 4. Ein Eisen 5. Rückenwind und den Berg runter. Tja, wir werden es riskieren müssen. Es hilft nichts. Wir müssen irgendwie aufs Grün kommen, damit wir hier noch ein Birdie spielen können. Denn wir sind an der 15. So viele Möglichkeiten gibt es dann nicht mehr. Die Frage ist nur, spielen wir ein Vierer? Ein Fünfer kommt halt schneller zum Liegen. Wir haben einen Rückenwind und es geht deutlich nach unten. Eigentlich muss der hier rüberkommen. Er muss hier rüberkommen. Ich überlege jetzt nur, ob wir natürlich den noch ein bisschen höher anspielen.
Ja, der bleibt gerade und er fliegt aufs Grün. Komm hoch, zack. Komm, bleib liegen. Sit. Man, Frank, it is one thing to stack cars on a scorecard, but Eagles, this is an incredible performance. Well, I'm used to birdie feasts, but Eagle feasts? I didn't think you could do that. This one definitely going to pick up speed as it goes along its journey, this for an Eagle. Okay, es geht einen Fuß nach unten. Wir haben Break, leicht von links nach rechts. Die Länge ist hier wichtig. Einen Fuß nach unten. Ja, der rennt halt gleich am Anfang los. Das heißt, er wird hier wenig Break annehmen. Das Break kommt erst nach einem Drittel ungefähr, nach einem Viertel und dann gleichmäßig nach rechts. Die Frage ist die Länge. Ist das zu lang? Der läuft hinten raus. Wenn es blöd läuft, spielen wir halt nur das Paar. Nur das Paar ist eigentlich zu wenig. Wir müssen schon gucken, dass wir aufs Eagle gehen, aber wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir definitiv das Birdie spielen. Ja, der rennt da runter. Da bin ich mir sicher. Okay. Okay. Er hatte die Chance und er hatte die Länge. Und er ist jetzt eigentlich nicht zu lang, um das Birdie zu spielen. Ja, ein bisschen berghoch. Ein bisschen über links. Ah, yes, never in doubt. It's a birdie here at 15. And that could be an important one as he'll move a couple shots clear of the cut line. So this incredible round continues. Our young golfer now really start to flirt with Masters history. The scorecard reads 8 under par right now. And remember, 9 under is the all-time record. So Frank, this is now very much in reach. Amazing, just one more birdie. And that would tie Nick Price, Greg Norman for the lowest ever round shot at Augusta National. We're that close. Ja, aber es geht hier nicht um den niedrigsten Score. Es geht wirklich darum, weil ist nämlich ein Witz, weil das brauchen wir gar nicht, denn es hat ja schon jemand minus 13 gespielt. Also das ist schon interessant und spannend, dass hier natürlich genau hier die Geschichte angesprochen wird, was die Realität ist, aber hier die KI dann halt, wie gesagt, eine minus 13 reinhaut. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Wir müssen uns hier weiter konzentrieren. Wir dürfen keine Schläge verlieren. Wir dürfen jetzt keine Schläge verlieren. Noch ist die Cutline immer noch auf minus 3. Wir haben uns auf jeden Fall gut nach vorne gearbeitet und ich will ins Wochenende. So. Natürlich sieht man hier die Welle. Wir haben natürlich einen ziemlichen Wind. Eisen 7. Es geht leicht nach oben, aber das spielt keine so Rolle. Wir müssen kürzer sein. Wir müssen Eisen 8 spielen. Und dann geht er hier in den Hang und rennt links runter. Ja, lieber ein bisschen mehr nach rechts als nach links. Komm, bleib liegen. That is a good, sensible shot right there. Gives him a good look at birdie. Oh ja. Da geht es ein bisschen bergab. Damit hat man bis jetzt noch keine so gute Erfolge. So, aber das ist jetzt nicht so viel Break auf die Länge. Vorhin hat es auch geklappt. Ja gut, es geht bergab, ne? Nicht zu schnell. Bisschen mehr, weil er langsamer jetzt wird. A third consecutive birdie. And that's going to move him to 6 under par. Tja, jetzt sind wir sogar in den Top 10.
Wir sind tatsächlich in den Top 10. Frankie is on to hole number 17, and I think the networks might be cutting in to show these final two holes. This has just been unbelievable to watch. And now a course record very much in play. Just two pars on 17 and 18 would get it done. So, wir sehen es hier mit minus 4 sind noch nicht gestartet. Mit minus 3 sind noch welche nicht gestartet. Ja. Okay, mit minus 3 und mit minus 2 sind sogar auch noch welche noch nicht gestartet. Okay, okay. Also es ist wirklich zu früh und verfrüht für Euphorie, zumal wir hier sehen, dass Cam Davis auch minus 9 gespielt hat. Der ist direkt im Flight vor uns, interessanterweise, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass wir letzter waren. Also wir müssten eigentlich im letzten Flight zusammen sein. Interessant, interessant. 13, naja, okay. Okay, wir werden es sehen. Nichtsdestoweniger haben wir noch zwei Bahnen vor uns. Und die 17 und 18 sind natürlich jetzt auch nicht ohne. So, wir haben Gegenwind. Die Fahne steckt eher auf der rechten Seite, wenn ich das sehe. Mit viel, viel Grün. Das ist natürlich hilfreich. Generell muss man sagen, dass natürlich hier im Schnitt die Fahnenpositionen etwas leichter sind, meines Gefühls. Oder meines also ich habe so den Eindruck, dass sie auf jeden Fall am zweiten Tag leichter sind als am ersten Tag. Ja, wir müssen irgendwie auf die linke Seite kommen. Wir müssen versuchen, den ein bisschen zu drohen. Ich meine, da vorne ist es dann flach, da dürfte nicht allzu viel passieren. Ja, okay, lassen wir es mal so. So, wie viel Meter kriegen wir denn hin? Ja, das ist nicht allzu viel, 261 und er bleibt sofort liegen. This is where club selection is so important. Second shot into that stiff breeze. So, es geht sowohl berghoch, das heißt, wir müssten etwas länger spielen, als auch Gegenwind. Das heißt, eigentlich müssen wir ein Eisen mehr nehmen. Wir müssen eigentlich ein Eisen mehr nehmen. So, jetzt nochmal schauen. Okay. Wenn es blöd läuft, landet er im Bunker. Hinten raus wird er wohl, denke ich, nicht gehen. Wir haben Gegenwind 7 Miles und es geht ein bisschen nach oben. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Es ist nicht ganz so dramatisch. Er wird natürlich mit dem Eisen 5 rollen. Aber wir müssen aufs Grün kommen. Und das heißt, wir werden den hoch anspielen. Ein bisschen mehr nach links. Ah, ist zu lang. Der ist deutlich zu lang. Ja, der rollt uns runter. Ah. Deutlich zu lang, weil er auch zu weit rechts war. So, der ist natürlich jetzt wieder hier. Das heißt, wir werden den High Flop 6 Fuß. Ja, stopp. Ja. So, nochmal, es ist wichtig. Wind und so weiter sollte eigentlich keine Rolle spielen. Er müsste ein bisschen weiter nach hinten fliegen und rechts landen. Okay. Ja, bleibt rechts. Komm, bleib oben. Okay. Ja, der hätte länger sein dürfen. Der hätte wirklich länger sein dürfen. This from 7 feet. So, jetzt heißt es ums Paar kämpfen und das ist mehr Break als gerade eben. Aber es geht bergab. Etwas langsamer. Es ist etwas mehr Break als gerade eben. Yeah, that's good punt.
It is in for par here at 17. And he'll remain at 6 under par. Okay, die letzte Bahn. Jetzt entscheidet sich's langsam. Jetzt okay, heißt es so Butter bei der Fisch. The golfer we've been watching at 9 under for the round. A par here at 18 would mean a three-way tie with Nick Price and Greg Norman for the low round ever. But I imagine that par is not what is on this young golfer's mind. Ja, wir müssen hier auf die Wiese kommen. Ich meine, es geht ja berghoch. Wir werden da nicht allzu viel Roll haben. Wir müssen auf die Wiese kommen. Wir schauen mal, wo die Fahne steckt heute. Die steckt kurz, das heißt vor der Welle. Ja, okay. Die steckt kurz vor der Welle. Wir müssen hier aufs Fairway kommen. Wenn wir unterm Baum landen, das werden wir mit Sicherheit nicht. Die Gefahr ist eher, dass wir in dem Bunker landen. Das heißt, ein bisschen mehr Kurve. Ja, er nimmt die Kurve an. Ich hoffe, er bleibt vor dem Bunker liegen. Ja, der kommt gar nicht bis zum Bunker hin. So oder so kommt er gar nicht bis zum Bunker. Okay. Ja, das Entscheidende ist, wir müssen da auf jeden Fall hochkommen. Das heißt, im Prinzip brauchen wir ein Eisen mehr. Denn es sind 45 Fuß und Gegenwind eigentlich. Ja, wir brauchen ein Eisen mehr. Im Zweifel müssen wir von oben runter putten. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. So weit fliegt der nicht. Eisen 6. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen dagegen drücken. Damit wir Mitte grün zum Landen kommen. Das wäre natürlich von Vorteil. So, wir werden auch hier wieder hoch anspielen. Ja, das passt soweit. Von der Richtung passt es. Und jetzt, wenn er noch vor der Welle liegen bleiben würde. Ah, schade, schade, schade. Komm runter, komm runter. Dann haben wir wenigstens einen flachen, geraden Putt. Und hätten sogar noch mal die Chance auf einen Birdie. So, das Ganze ist Level. Also vom Tempo her müssen wir uns keine allzu großen Sorgen machen. So, das Break ist wieder von links nach rechts kontinuierlich. Wir müssen halt nur wieder aufpassen, dass wir nicht hinten rauspatten, dass er uns rechts wegrollt. Das wäre natürlich ganz übel. Wir müssen das Paar spielen. Wir haben die Chance auf ein Birdie. Wir können nochmal ein Birdie spielen. Das wäre natürlich genial. Ja, das ist schon ziemlich... Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Es ist kontinuierliches Break von links nach rechts. Kontinuierlich. Und es ist Level. Ja, es läuft erst ein bisschen runter, dann läuft es wieder ein bisschen hoch. Okay. Ja, der läuft rechts vorbei. Ah, schade, schade, schade. Oh, schade, schade, schade. Okay, ich komme jetzt mal hier wieder ganz kurz hoch, denn eins muss man sagen, Freunde, das ist jetzt der letzte Putt. Ich gehe stark davon aus, das ist der letzte Putt. Wir sind jetzt bei minus 6. Im Moment zeigt er nicht an, wo die Cut-Linie liegt. Wir schauen nochmal. Wir schauen ins Leaderboard und sehen, Projected Cut ist noch bei minus 3. Aber ich wiederhole mich gerne. Cam Davis ist drin mit 63, geteilter Fünfter. Und hinter uns gehen jetzt alle raus, die hier vor uns lagen. Also da gehen noch sehr viele raus. Wir werden jetzt sehen, ob uns am Schluss ein Schlag fehlt oder nicht. Ob wir den Cut schaffen oder nicht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Freunde, wir werden jetzt diesen Putt machen. Wir werden diesen Putt machen und dann werden wir sehen, was Sache ist. Okay, safely in for his par at 18. 6 unter für den Tag mit 3 Eagles. Nee, nicht für den Tag. Wow. Projected Cut minus 5. So for our featured golfer Frank, it is on to the weekend. Who knows, if you get out early on Saturday, try and post a number. See what happens. Exactly. There's such a fine line, Rich, between playing well and sort of not struggling, but just mediocre.
putt goes in here or there. That could easily change tomorrow. Make a couple of birdies early, pop a long one in, and all of a sudden you're off and running. So for Frank Nabilo, Notabegay III, Iona Stephen, and a cast of hundreds, I'm Rich Lerner. You've been watching PGA Tour Golf on EA Sports. So long, everyone. So, Freunde, jetzt schauen wir nochmal rein. Also, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, Leaderboard, Projected Cutline, ist die noch hochgegangen auf minus 5. Wir sind jetzt geteilter 31. Und das heißt, wir sind im Wochenende, Freunde. Wir sind im Wochenende. Hier, Projected Cutline, minus 5. Das heißt, die besten 50 haben es ins Wochenende geschafft, Stefan Jäger nicht. Wer hat es alles nicht geschafft? Toni Finau, Xander Schaufele, Scotty Scheffler, Matsuyama, Kisner und jede Menge. Adam Scott, der auch schon mal dieses Turnier gewonnen hat, Emiliano Grillo, Jim Herman, Victor Hovland. So, Sepp Stracker, Jason Day. Also, Freunde, was soll ich jetzt dazu sagen? Im Nachhinein haben wir jetzt natürlich leichtes Reden, einfaches Reden, weil wir doch tatsächlich den Cut geschafft haben. Und zwar mit einem Tagesergebnis von minus 9. Und ihr wisst es, als hätten wir es angesprochen. Eine minus 9, Nick Price und Greg Norman, 1986, 1996. Aber wir sind nicht alleine, da haben noch andere, der Kollege vor uns, der hat ja auch eine minus 9 gespielt. Aber man muss natürlich sagen, ich bin sowas von happy. Was für eine geile Runde. Ich meine, gleich an der 2, ein Herzschlagmoment. Dann der kleine Rückschlag hier an der 4 und dann spielen wir an der 9 nochmal einen Herzschlagmoment und spielen tatsächlich an der 13 nochmal ein Igel. Wir haben 3 Eagles gespielt auf einer Runde und 4 Birdies. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Minus 9. Abartig. Also das ist, und die zweiten 9, also fantastisch. Also nach den ersten 9, nach der 10, muss ich ehrlich sagen, das habt ihr auch mitbekommen, war ich ein bisschen, ja, realistisch gesehen, schwierig, weil wir ja immer das ganze Feld vor uns haben. Wir können natürlich so gut spielen, wie wir wollen, aber du bist dann praktisch im Clubhaus und nach dir kommen 80 Spieler und du musst hoffen und beten, dass eben keiner da wirklich diesen Score zusammenbringt, damit du da noch reinkommst und den Cut schaffst. Also das ist schon ein Gefühl beziehungsweise eine Action, muss man schon ehrlich sagen. Also die zweiten 9 haben wir fantastisch gespielt. Natürlich, da wäre noch mehr drin gewesen, aber ich glaube, wir haben am Schluss im Nachhinein betrachtet die Balance zwischen Sicherheit und doch gewisser Aggressivität. Wir haben dann doch gut gepattet, haben auch das ein oder andere Pärchen noch gerettet. Ja, das muss man auch so sagen. Und an der 17 zum Beispiel und sind dann so gut mit reingekommen. Also was soll ich sagen? Es freut mich. Und wir werden uns in Kürze sehen zur dritten und zur vierten Runde hier in Augusta. Freunde, ich bin sowas von begeistert. Wir schauen mal ganz kurz rein. Nein, wir lassen es so, wie es ist. Wir lassen es so stehen. Diese Scorekarte, die muss man sich einfach verinnerlichen. Das ist einfach herzallerliebst. Das war wirklich wie Tag und Nacht. Der erste Tag plus 3, plus 4 und jetzt hier minus 9. Also hervorragend. Ich glaube, wir kommen langsam in den Flow und wir können jetzt ein bisschen vorne mitspielen, auch wenn wir jetzt nur in Anführungszeichen 31. sind. Geteilte 31. Aber wir haben nach vorne Möglichkeiten, weil jetzt müssen wir nämlich auch gucken, ich habe da gar nicht dran gedacht. Wo ist denn jetzt der Führende? Immer noch Posten und hat heute nur eine minus 2 gespielt. Ihr seht es. Keegan Bradley minus 9, Aaron Wise minus 9, Andrew Putnam minus 9. Also wir sind hier nicht die Einzigen, die heute minus 9 gespielt haben, sondern die haben viele minus 9 gespielt, minus 8 Harris English und so weiter. Also da war heute jede Menge drin auf jeden Fall, aber Posten spielt nur minus 2, ist aber immer noch führend und ja, wir können wirklich versuchen und schauen, dass wir uns noch ein bisschen nach vorne arbeiten. Das Masters bringt nämlich ein paar extra Punkte für den FedEx Cup und die wollen wir uns holen. So, nichtsdestoweniger, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich
Ich muss diese Scorekarte nochmal sehen. Damit lasse ich es stehen, damit lasse ich es bewenden. Ich bedanke mich herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier zugeschaut habt. Und wenn euch das gefallen hat und euch das auch ein bisschen gefesselt hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, ein Like oder auch einen Kommentar. Ich freue mich ja auf euer Feedback hier bei EA Sports PGA Tour bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Baden-Farmer. Ich verabschiede mich jetzt erstmal und wir sehen uns zur dritten Runde beim Masters in Augusta. Ciao.